Ja, ich möchte über das neue Dorf sprechen. Das neue Dorf ist das Buch, das ich geschrieben habe. Hier ist noch das Manuskript. Es ist im Moment gerade im Satz. Und das neue Dorf ist eine Idee, wie man diese immer weitere Urbanisierung umdrehen kann. Die Menschen verlassen das Land. Wir haben große Probleme in vielen Teilen der Welt. Und wenn Menschen das Land verlassen, dann ist auch niemand mehr da, der das Land intakt hält, fruchtbar hält, die Produktion dort macht. Und die große agrochemische Landwirtschaft hat aus meiner Sicht keine Zukunft. Wir können eine attraktive neue Situation auf dem Land schaffen, wenn 150 Leute etwa sich zusammentun, einen Bauernhof übernehmen, der keine Nachfolge hat, oder vielleicht mit den Kindern des Bauern zusammen. Und dort können die Menschen dann produktiv werden. Man kann kleinere Gartenbaubetriebe installieren und damit dann selber Beschäftigung schaffen. Kleine Gartenbaubetriebe können eine sehr hohe Produktivität haben. Selbst mit kleinen Flächen, 2.000, 3.000 Quadratmeter, kann man sehr, sehr viel produzieren. Und die Idee ist jetzt nicht, Tag und Nacht in der Minifarm zu arbeiten, sondern dass das vielleicht ein Drittel der Beschäftigung ist. Ein weiteres Drittel könnte es sein, etwas zu produzieren aus den Produkten, aber auch Produktion von Haushaltschemikalien, mit 3D-Druckern hochkomplexe Sachen herstellen oder auch Elektrofahrzeuge lokal herzustellen. Der dritte Sektor wäre dann der Bereich von Dienstleistungen. Menschen können als Lehrer arbeiten, Heilberufe, Altenpflege, aber auch der Betrieb, der Vertrieb der Produkte von den Minifarmen könnte dabei sein. Diese Minifarmen könnten halt eine Monokultur verwandeln in eine sehr diverse, biodiverse Gegend mit sehr vielen verschiedenen Pflanzenarten, auch Bäume, die produktiv sind, Nahrungsbäume. Und das Ganze sollte so aufgebaut werden, dass es einfach eine sehr attraktive Umgebung ist, vielleicht mit einem See, wo Aquakultur betrieben wird, wo man aber auch schwimmen kann, wo man halt eine interessante Gegend schafft und damit halt einfach auch Produktivität und gutes Leben verbindet. Wenn es jetzt auf Interesse stößt, wenn mehr und mehr Menschen sich so ein Leben vorstellen können, weg von ganzen Tag am Schreibtisch hin zu einer abwechslungsreichen Lebensweise, mit draußen sein, mal am Schreibtisch sein, mal was produzieren, mal unterrichten, dann könnte so um die Städte herum in einer sinnvollen Entfernung, wo man halt noch transportieren kann, die Waren transportieren kann, aber auch ab und zu mal in die Stadt fahren, könnte das sehr attraktiv werden und es könnte aus neuen Dörfern ein Gartenring entstehen, so dass halt um eine Stadt herum frische Nahrung für die Stadt produziert wird, das Land verbessert wird, Humus aufgebaut wird, damit dann auch die Wasserreproduktion dauerhaft gesichert wird, saubere Luft produziert wird und letztlich ein gutes Klima entsteht. Das neue Dorf, das Buch, soll eine Anregung geben für eine neue Art zu leben. Und ja, ich hoffe, dass viele Menschen sich dafür interessieren werden. Dankeschön.